Hallöchen YouTube, hier wieder Surround Gaming. Heute wollen wir mit einem kleinen Tutorial, sage ich mal, beginnen. Geht um, sage ich mal, VKB-Produkte, wenn ihr euch, sage ich mal, einen Gunfighter geholt habt, also die Base plus ein Stick. Hier ist das sozusagen auf dem Bildschirm die F14er-Variante, also die Gunfighter 3 Base und der F14 Stick im Bundle. Dann bekommt ihr, sage ich mal, unterschiedliche Einstellungen mit. In der Regel, sage ich mal, beziehungsweise hier bei der Thematik sind, sage ich mal, von den Federn her 20er Federn inkludiert, die eingebaut sind, ist zurückzuführen darauf, weil der F14er Stick relativ leicht ist und dadurch sind die Federn im Gunfighter in der Base sozusagen nicht so stark gewählt von VKB selber. Wir wollen euch heute ganz kurz zeigen, oder ich will es ganz kurz zeigen, wie wir diese Federn tauschen und auf was wir ein bisschen achten müssen. Wir gehen das Video mal ganz schnell durch. Letztendlich hier, Vorbereitung ist natürlich alles. Wir packen erstmal die Sachen aus, die wir brauchen. Hier sind jetzt noch ein paar, die Bodenplatte und so weiter drin. Bei uns ist der Gunfighter, sage ich mal, auf den Arm vom MonsterTech, die Long-Version sozusagen, montiert. In der Regel ist er bei euch auf dieser großen Platte hier drauf. Ihr demontiert einfach den Stick unten von der Platte. Das ist relativ einfach. Ich denke mal, selbstredend, da muss man nicht viel zeigen. Ansonsten brauchen wir natürlich die Federn. Hier sehen wir die ganzen Cams und so weiter, womit ihr die Reichweite oder beziehungsweise den Spielraum sozusagen vom Joystick auch noch feintunen könnt. Bei uns geht es heute nur um die Federstärke. Ihr seht, VKB liefert unterschiedliche mit, auch unterschiedliche Cams für Space Sims oder für sozusagen andere Flugzeugsimulatoren, je nachdem, was man benötigt. Das heißt, die ganze Sache, den ganzen Stick kann man oder die Base gut feintunen. Die Sticks auch ein bisschen, aber natürlich die Base desto mehr. Jetzt haben wir sozusagen uns als Zielstellung rausgesucht, sage ich mal, den Ultimate Stick, der in den russischen Kampfflugzeugen sozusagen drin ist, der MCG. Und dementsprechend wählen wir jetzt hier auch ein bisschen strammere Federn. Wir wählen jetzt hier die 40er. Von der Seite her ist das schon relativ strong. Und man muss wirklich sagen, das ist schon eine recht starke Federung, die wir da sozusagen wählen. Und dementsprechend springen wir jetzt auch ein bisschen weiter. Also wir brauchen die Federn. In Summe brauchen wir 2 Stück nur, nicht die ganzen, die jetzt hier sozusagen drauf sind. Wir gucken uns nochmal kurz an, wie wir die Sache hier demontieren. Ihr lässt am besten oben von den Staubkappen die Schrauben erstmal drauf. Diese bitte nicht lösen, sondern löst erstmal, wie ich vorhin gesagt habe, von der Platte sozusagen die Base, die Gunfighter 3 Base. In dem Falle lösen wir jetzt hier das Ganze vom MonsterTech. Wir haben, sage ich mal, die Steckverbindung vorne abgezogen und lösen jetzt mit einem Imbus 2,5 diese Sache sozusagen raus. Hier sehen wir zum Beispiel auch schon die Verlängerung, die wir verwenden wollen. Dementsprechend brauchen wir auch sehr, sehr starke Federn. Die ein bisschen vorsichtig lösen. In dem Falle sind es sehr, sehr lange Schrauben, die hier reingeschraubt sind. Das können wir jetzt ein bisschen überspringen. Und dann habt ihr sozusagen die Gunfighter Base rausgebaut. Da auch sehr vorsichtig sein. Jetzt hier kommt schon die erste große Hürde. Das ist dieses Kabel hier. Das muss unten, sage ich mal, abgezogen werden, damit ihr oben die Staubkappe demontieren könnt. Jetzt zeigen wir euch im Endeffekt, wie man es nicht macht. Man sollte vorsichtig sein. Hier probiere ich das Ganze an den Kabeln sozusagen zu lösen. Da nur ganz vorsichtig dran ziehen, beziehungsweise eigentlich gar nicht. Also an den Kabel ziehen, nicht gut die Variante. Wenn man es zu häufig macht, riskiert man, sage ich mal, dass die Sachen aus den Steckverbinder rausrutschen, die Kabel. Dementsprechend ein weiterer Fauxpas. Eine lange, sage ich mal, Flachschnabelzange, wie hier zum Beispiel, auch in der Regel nicht verwenden. Man kommt damit
nicht wirklich zu Rande, ja. Ist ja auch ein besonders schönes Modell. Von der Seite her, man kann es probieren, wenn man sehr geschickt ist, kann es funktionieren. Ich würde es nicht machen. Denn auch nicht probieren, jetzt hier machen wir erstmal die Staubkappe sozusagen dann gleich ab, aber wir springen nochmal zurück. Auch mit einer Flachschnabelzange, hier so zum Beispiel auch nicht bitte probieren, macht keinen Sinn, beziehungsweise ihr macht mehr kaputt als alles andere. Die einfache Lösung sozusagen des Problems ist, ihr müsst ein bisschen da Fingerspitzengefühl, sage ich mal, aufwarten und sollt wirklich da nur mit dem Fingernagel, wenn ihr könnt, die ganze Sache sozusagen lösen. Also nicht großartig da dran reißen, sondern wirklich vorsichtig das mit dem Fingernagel rauspulen. Und denn hier habe ich es auch abbekommen. Mehr bitte nicht. Es lässt sich relativ einfach eigentlich lösen. Ich dachte auch zum Anfang, es ist sehr, sehr fest. Aber mit dem Fingernagel, wenn man es so ein bisschen greift, das weiße Plastik, dann geht es eigentlich gut ab. Jetzt lösen wir die Staubkappe oben. Dann haben wir das Innenleben draußen. Dann sehen wir hier schon, sage ich mal, die beiden Federn, um die es sich dreht. Das ist einmal diese Feder mit Hülse und einmal diese Feder mit Hülse. Also relativ schnell sozusagen gelöst. Dafür benötigt ihr von VKB wurde etwas mitgeliefert, was sozusagen ja wie so eine Art Zugdraht ist. Hier sieht man es mit so einem Ring am Ende. Das spannt ihr über die Feder, zieht dran, ne, und dann kriegt ihr die Feder locker und leicht rausgehebelt. Bei den 20ern geht es, bei den 50er wird es ein bisschen schwieriger. Dementsprechend vorsichtig, ich bin ja auch sehr vorsichtig, sozusagen wirklich dran ziehen, dann öffnet sich die Feder, geht über den Metallstift rüber. Und ihr habt die Feder sozusagen lose. Jetzt nehmen wir die 40er Feder, machen die Hülse drauf. Haken es auf der einen Seite ein, spannen die Öse mit dem Zugdraht über die Feder am anderen Ende, ziehen kräftig dran. Wirklich sehr kräftig. Man sieht im Endeffekt, bei einer 40er ist es schon ziemlich schwer. Bei einer 50er wäre es noch härter, aber bei der 40er muss man schon ordentlich Kraft aufwenden. Jetzt zieht es auch über den zweiten, über die zweite Kerbe. Das ist jetzt über die erste Kerbe nur gezogen. Da ist noch eine Kerbe, die am Inneren sozusagen ist. Hier sieht man es jetzt auch ein bisschen. Da ist auf die erste Kerbe gerutscht und jetzt geht es rüber und dann habt ihr es auf die hintere Kerbe. Und so ist es dann bombenfest installiert, vermittelt noch mal ein bisschen den Schutz im Endeffekt der ganzen Thematik. Und nun widmen wir uns der zweiten Feder, diese hier, und da das gleiche Prozedere noch mal. Auch hier wieder vorsichtig ansetzen, am unteren Ende, wo die Feder offen ist, Öse drüber spannen, ziehen, kräftig ziehen und dann ist er schon los. Wieder die Hülse tauschen, die Feder sozusagen neu schützen, die neue Feder, die 40er. Wieder auf der einen Seite einspannen und dann wieder auf der anderen Seite drüber ziehen. Die hat es jetzt noch besser funktioniert. Wenn man es ein paar Mal gemacht hat, geht es sehr, sehr flott. Muss man klipp und klar sagen. Also es ist wirklich gut gelöst, die Federn hier zu tauschen. Bei den VKB-Produkten ist relativ einfach, muss man sagen. Man muss die Sache nur immer abbauen und aufschrauben. Das ist das Einzige, was ein bisschen stört, aber die Feder tauschen ist eigentlich relativ einfach. Jetzt bauen wir das Ganze wieder zusammen. Stecken den Stecker wieder vorsichtig sozusagen so rum dann rein. Gucken, dass die Aussparungen nach oben sind. Da sind so eine kleinen Nuppel sozusagen, die müssen nach oben gehen, machen alles nur mit den Fingern und wir machen das Kabel, wie es sozusagen ursprünglich bei euch auch verlegt sein müsste, über diese, sage ich mal, Nut oben rein, damit die ein bisschen geschützt sind und hinten lang laufen, damit da nicht irgendwo ein Kabel und irgendein Metallteil rein, sage ich mal, geht.
ist das sozusagen der beste Weg. Auch da nur mit dem Finger wirklich das machen. Also vorsichtig reinpulen. Das dauert ein bisschen manchmal. Hier, ihr seht, ich muss mir auch ein bisschen Zeit nehmen und dann ist das Ganze so drinne und dann ist das auch sehr, sehr gut verlegt und sicher verlegt. Jetzt setzen wir das Ganze wieder zusammen. Ihr fangt oben mit der Staubkappe sozusagen an. Schraubt die Sachen schnell rein. Also schnell ist relativ, lasst euch dabei Zeit, das Ding ist teuer, von der Seite her sollte da nicht schief gehen. Jetzt testen wir mal kurz, ob die Feder auch hält. Wir nehmen dafür einfach die Verlängerung. Wenn ihr keine habt, dann könnt ihr auch einen Stick schnell mal montieren und könnt einfach mal gucken, sozusagen, wie ihr das Ganze hier auf die Nut immer ein bisschen achten, dass die ordentlich reinrutscht. Und dementsprechend sieht man jetzt, wie ich das Innenleben hier schnell teste. Geht sehr stramm, wie man schon sieht. Da muss ich schon ordentlich Kraft aufwenden, um das ganze Ding hin und her zu kriegen. Aber sitzt und sieht gut aus. Von der Seite her nehmen wir jetzt hier, wie gesagt, den Ultimate Stick. Hier ist der Original F14er. Der Ultimate soll es jetzt werden. Der hat ein sehr hohes Gewicht. Der ist voll aus Metall. Also nicht ganz voll aus Metall, aber die meisten Parts sind Metall. Und dementsprechend hat das ganze Ding schon sehr hohes Eigengewicht. Wenn ihr eine Verlängerung benutzt und den Stick, müsst ihr die Federn tauschen. 40er ist aus meiner Sicht Minimum. Wenn ihr es natürlich weicher haben wollt, kann man auch 30er noch nehmen. Und wenn man es ein bisschen strammer mag, dann 50er. Ja, hier sieht man jetzt einen Pendeltest im Endeffekt. Also man sieht schon, da ist selbst der Brecher relativ schnell eingenordet, beziehungsweise springt zum Center wieder relativ schnell zurück. Und so soll es ja auch sein. Jetzt wird der Ganze wieder auf die Base montiert. Das ist, denke ich mal, selbstredend. Wie die Technik da ist, dann machen das die Leute auch verschieden. Ich habe jetzt hier verschiedene Sachen ausprobiert. Am besten habe ich herausgefunden, ist dadurch, dass der relativ lang ist, dass man es auf den Kopf stellt sozusagen und dann vorsichtig diese hübschen Schrauben unten in die Base wieder reindreht, beziehungsweise in die Aussparung erstmal da reinkommt und dann geht es eigentlich recht flott. Zieht nicht alle Schrauben fest, sondern immer nur halb oder so, damit ihr noch ein bisschen das feintunen könnt und dann wenig später ist es eigentlich final. Ja, damit ist der Stick sozusagen fertig. Jetzt machen wir natürlich noch einen kurzen Software-Test. Hier sieht man nochmal das Gesamtkunstwerk, schließt es natürlich wieder an. Damit haben wir schon die Federn getauscht. Jetzt gehen wir noch mal kurz in die Software. Die rufen wir einfach mal ganz schnell auf. Gucken, ob die Achsen alle spielen. Hier sieht man auch, wie sie zurückpendeln. Ob alles in Ordnung ist. Und man sieht hier schon, alles okay. Er centert sich auch sehr schnell. Und von der Seite her ist wohl alles gut geglückt. Aber mit einem richtigen Test müsste man natürlich noch mal ein Spiel spielen. Und das machen wir jetzt auch noch. Ansonsten für diejenigen, die jetzt sozusagen nur den Tausch der Federn sehen sollten, für die ist jetzt das Video, sage ich mal, beendet. Die jetzt noch ein bisschen mehr sehen sollen, wie der Stick, sage ich mal, sich verhält im Flugzeugspiel DCS, die können jetzt noch gerne dranbleiben. Wir hoffen, euch hat das Video kurz gefallen. Wir werden noch mehr Videos zu VKB und anderen Produkten, sage ich mal, bringen. Deswegen Abo vielleicht dalassen und gerne auch Feedback, einen Kommentar. Und was benutzt ihr für Joysticks? Habt ihr auch, sage ich mal, VKB im Einsatz, Wirpel, Thrustmaster, Logitech? Was sind eure Favoriten? Und wie tunt ihr eure Joysticks, sage ich mal, ein bisschen fein? Weil Feintuning, das macht auch Spaß bei den Produkten, muss man sagen, weil jeder hat da seine individuellen Regeln. In dem Sinne, Round Gaming ist out. Wer jetzt noch ein bisschen mehr sehen will, bleibt dran. Der kriegt jetzt noch ein paar Impressionen. Bis dann.